Bei den stillen Helden geht es auch mal laut zu. Aber das sind Schleifmaschinen. Die Skitechniker der deutschen Herrenstaffel arbeiten konzentriert, routiniert und wie gesagt, meistens still. Wenn man weiß, was man zu tun hat, stört das Reden nur. Die Bretter sind wichtig. Alles andere ist Gequatsche. Ohne die Jungs geht gar nichts. Und das sind ja auch diejenigen, die doch, glaube ich, die meiste Arbeit reinstecken, die als erstes hier drin sind und als letztes wieder gehen. Let's go. Albert Neuner, Techniker von Roman Rees. Fabian Mun, Servicemann von Benedikt Doll. Andreas Emslander, ich betreue Arne Pfeiffer und Erik Lesser. Wenn man rundum das Gefühl hat, gut versorgt zu sein und sich 100% auf die sportliche Leistung konzentrieren kann, dann ist das, sag mal, unter Umständen auch das entscheidende Quäntchen, was es dann ausmacht, um vielleicht ein bisschen besser zu sein als die Konkurrenz. Die Suche nach dem perfekten Ski 2 Stunden vor dem Rennen. Die Techniker testen, um dann gemeinsam mit den Athleten das eine Brett auszusuchen. Nonverbales Verständnis. Kommunikation beschränkt auf ein Minimum. 19, nein. Beste Kompromiss. Wie ein altes Ehepaar. Man hat sich eigentlich echt nicht mehr viel zu sagen, weil es läuft alles. Er zeigt auf die Ski, die am Boden liegen, man zieht an. Und es kann sein, dass in so einem Skitest wir vielleicht 3 Sätze wechseln und das reicht dann meistens. Seit Jahren sind die deutschen Techniker dafür bekannt, die besten Ski zu finden. Wenn es soweit ist, verabschieden sich die stillen Stars und ihre Schützlinge übernehmen.